Ja, und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den Official Teaser-Trailer zur Erweiterung von Cyberpunk 2077 an. Phantom Liberty heißt das Ganze. Soll nächstes Jahr irgendwann kommen. Das genaue Zeitfenster wissen wir noch nicht. Aber wir sind gespannt darauf, denn heute am 6.9. gab es einen neuen Red-Stream von CD Projekt Red. Da haben sie über das Ganze gesprochen, über diese Erweiterung, über die DLCs für das neue Update und auch über die Edge Runner-Serie auf Netflix. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe ganz kurz mal reingeschaut oder besser gesagt beim Stream gesehen, aber noch nicht das Ganze. Von daher bin ich ziemlich gespannt. Es sieht ziemlich gut aus. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Repeat after me. I, V, do solemnly swear. I, V, do solemnly swear. That I shall faithfully serve the new United States of America. That I shall faithfully serve the new United States of America. On behalf of all Americans, I thank you for your service. You know, taking that oath. Bad idea. Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. Okay, ziemlich kurzer Trailer. Aber wir sehen hier recht viel. Und ehrlich gesagt sieht es gar nicht aus wie Cyberpunk. Entschuldigt bitte. Ja, sieht wirklich nicht aus wie Cyberpunk. Und ich frage mich, wo das Ganze spielen wird. Also ob wir hier wirklich irgendwie in einem neuen Part der Stadt sein werden oder irgendwie in der anderen Welt, so gesehen, also abgeschottet von Night City. Und es geht ja hier um Amerika offensichtlich, die United States. Aber sieht ziemlich mächtig und gut aus. I, V, do solemnly swear. Was ist das hier oben? Das sieht irgendwie aus wie eine Pyramide. IV, do solemnly swear that I shall faithfully serve the new. United States of America. United States of America. That I shall faithfully. Diese ganzen Bilder sagen mir wirklich gar nichts. Also ich habe das irgendwie noch nie gesehen in Night City. Und auch hier. Irgendwie ist hier so eine Biotopenhalle. On behalf of all Americans, I thank you for your. Kennen wir die Frau hier schon? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Oder ist das hier vielleicht das Stadion? Könnte sein. Weil das hier ist ja das Megagebäude 4, 3. Die kennen wir schon, die Gebäude hier. Könnte sein, dass das das Stadion ist. Bin ziemlich gespannt darauf. Sieht ziemlich nice aus. Und auch das neue Update soll, glaube ich, jetzt schon spielbar sein. Ich nehme das Ganze am gleichen Tag auf. Von daher schaue ich mir das dann auch noch gleich mal an. Und ja,
Ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht mit Cyberpunk. Ich finde das Spiel ja immer noch ziemlich nice. Und ist seit der Veröffentlichung wirklich besser geworden, sehr viel besser. Und es macht einfach Fun. Genau. Das war's daher von diesem Video. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Video. Haut rein, bis dahin. Immer locker bleiben, Chooms. Tschüss.